Fixfertige Survival Kits, da bin ich immer sehr skeptisch. Ich habe hier etwas in meinen Händen, das fast perfekt ist. Ich habe es dann noch ein bisschen angepasst, und zwar ein Survival Kit für ja, Outdoor, für draußen, für Notfälle draußen. Wenn du wissen willst, was das ist und was es kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Berlin und schön, dass du dabei bist. Bei Überlebenskits und Survival Kits bin ich immer skeptisch, wenn die fix fertig sind. Und ich habe mir jetzt auf Amazon einen gekauft und der war fast perfekt. Ich habe ihn ein bisschen angepasst, aber ich mag ihn dir ganz einfach jetzt mal zeigen. Und so schaut dieses Survival Kit ganz konkret aus. So, ich habe das nicht so auf Amazon gekauft, das schaut ein bisschen anders aus, da blende ich dir jetzt ein Bild ein, und zwar vom PSKOOK, ja. Das ist irgendein chinesischer Hersteller, der unterschiedlichste Outdoor-Ausrüstungsgegenstände nach Österreich, Deutschland, in die EU, weiß ich nicht, importiert und über Amazon verkauft. Wir haben hier ein paar andere Dinge auch schon bei mir im Unternehmen, der Benny hat auch etwas im Test, das werde ich dir auch sehr bald vorstellen, aber es ist halt nicht ganz perfekt, das Ding von der Firma, weil die Idee ist gut, ich finde die Idee gut, und zwar du hast etwas zum Feuer machen und gleich einen Zunder dazu in Form von einem Kinnspan, also das habe ich einmal gleich gelassen, und dann eben diesen Karabinerhaken, dazu komme ich dann gleich, da geht es nicht darum, dass ich mir den da herhänge auf die Teile oder sonst was oder da so umhänge, sondern komme dann gleich dazu, und dann ist dabei ein Schaber und ein Schnürl. So. Der Schaber, der dabei ist, ist einfach nur klumpert, wie man in Österreich sagt. Wirklich ein Schaß, ja, wirklich, fürchterlich. Total unnütz, das macht keinen Sinn, ist sinnlos. Daher habe ich ihn ersetzt durch einen Schaber von mir, den ich zum Beispiel beim letzten Feuerstahl deines Lebens dazu gebe. So, das ist mal Punkt A. Und Punkt B, die Schnur, die dabei ist, ist eh lieb. Ja. Nur wenn man sie aufmacht, ist es so lang. Da kann ich mich nicht einmal aufhängen damit, gar nichts. Ich kann nichts damit tun, ja, es ist einfach nur... Was soll ich mit so viel Schnur? Wenn es so viel Schnur ist oder so viel Schnur, dann sage ich ja, aber nichts sinnlos. Da habe ich das auch runtergegeben, wobei man könnte es noch dazugeben, ist aber egal. So, und jetzt komme ich auf den Punkt, warum ein Karabiner? Nicht, weil ich den irgendwo hinhängen will, sondern weil ich damit alle meine 7 Sachen beisammen habe. Oder 4 Sachen, wie es hier konkret ist. Ich zeige es dir noch einmal. Ich habe dann noch etwas dazugegeben, und zwar von der Firma Olight, diese kleine Mini-Taschenlampe, weil ich auch der Meinung bin, dass Licht ein sehr essentielles Ding ist. Aber im Endeffekt ist das ein Feuermach-Kit. Und wenn man Survival-Kit sagt, das ist halt immer so, was die so Überlebenssituation. Du weißt, wie ich dazu stehe. Ich habe das schon sehr oft gesagt, dass ein Erste-Hilfe-Set das absolut Wichtigste ist, dass du irgendetwas mit hast, dass du dir oder Menschen, die dir wichtig sind, oder auch nicht wichtig sind, aber du ihnen trotzdem helfen willst, ja, irgendwie versorgen kannst. Das Erste-Hilfe-Kit ist meiner Meinung nach basic. Und auch jetzt, da ist eine Rettungsdecke und solche Dinge, die rechne ich jetzt nicht. Aber wenn ich jetzt draußen in der Natur bin, dann ist Feuer machen vielleicht eine ganz tolle Sache. Und mit dem hier ist das gut möglich. So, wie funktioniert das jetzt? Ich habe es mir so zusammengebaut, dass ich es abnehmen kann. Ja, ich kann jetzt die einzelnen Teile darunter nehmen. Das bedeutet, ich kann jetzt, wir machen das dann nachher auch gleich, ich kann da jetzt abschaben, ja, und kann hier vor dem Kinnspannblock Fäden abspannen, absägen, dann hier kann man schöne Funken damit machen. Wichtig ist nur, dass das 2 unterschiedliche Teile sind. Ich kenne Survival Kits, da ist das alles in einem. Das macht dann voll Spaß. Das muss auseinander sein, damit du wirklich durchziehen kannst. Was ich auch gemacht habe, das habe ich jetzt gemacht, ich habe mir hier eine kleine Schneide drauf gemacht. Die ist jetzt nicht so scharf, dass man damit Zwiebel schneiden könnte, das nicht. Aber sie ist ausreichend, um Kleinigkeiten aufzubereiten. Zum Beispiel hier jetzt diesen Kinnspan oder wenn man eine Birkenrinde aufrauen will, da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Sachen. Für das ist das gedacht. Und dann eben ja, die Taschenlampe. Und alles auf einem Karabiner, damit es nicht verloren geht. Natürlich kann ich das jetzt in meinem Rucksack, in meiner Tasche oder auch irgendwo am Schlüssel draufhängen. Alles kein Thema, aber ich habe meine Sachen immer beisammen. Ja, ich finde, das ist eine feine Sache. Und jetzt mag ich dich fragen, was du von dieser Konstruktion her hältst. Ja? Was sagst du, was gehört da noch dazu? Oder wie schaut dein Survival Kit aus, und damit meine ich jetzt nicht die riesengroßen Taschen, sondern irgendwas Kleines, was du zum Beispiel im Rucksack dabei hast, wenn du raus in den Wald gehst.
Das wäre super, wenn du uns das hier unten wieder dazu schreibst. Das ist für mich eine Inspiration und für all die anderen, die gerne Kommentare lesen. Da sage ich jetzt schon herzlichen Dank dazu. Und ja, ich gebe dir den Link unten zu dem Produkt auf Amazon. Du kannst das auch gerne anpassen. Die Taschenlampe übrigens kann ich hundertprozentig empfehlen. Das ist ein echt klasse Teil und Licht ist ja auch immer wieder ganz essentiell. Eine AAA-Batterie. Geht alles gut, ist alles sehr fein. Das war's. Ich sag danke, Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Link zu den Produkten findest du unten. Schau auch bei meinem Survival Mentor Coaching vorbei, schau dir das mal an. Vielleicht ist auch das etwas Interessantes für dich. Abo, wenn du das erste Mal hier bist. Die Glocke drücken nicht vergessen, damit du die neuesten Videos kriegst. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Es hat mich gefreut, dass du dabei warst. Dann rein raus von. Bis bald. Ciao.